Walter E. Richards, Büroroman, bei Diogenes erschienen. Ich habe die Ausgabe von 1976 und das ist auch die Erstausgabe. Es gibt viele Kapitel, zum Beispiel die Daumenreise, die Welt in Farbe, die Versammlung, der hohe Besuch, das Luftloch. Ich fange an bei 1.0, die Stirn am Glas. Der Winter, im Winter ist sie noch dunkel. Die schlafmatte Stunde vom Bett auf, über die Wanne gebeugt mit schmatzendem Watschlappen. Nescafé schlürfen, stehend, hastig, laufen mit Herzklopfen, mit schlechter Atemtechnik, mit steifen Knochen, Sohlen schmerzend, mit Tasche, Mappe, Mantel, Hut, mit Hinderlichem, flappend. Zur Bahn hin. Die Anlasser orgeln unterm Küchenfenster, wo sie rausschaut, fröstelnd, ungekämmt, im Morgenmantel, wenn das Auto nicht anspringt. Das eiskalte Lenkrad, die immer rote Ampel, die Angst mit der Zeitung vom Kiosk, Umsteigerbahn weg. Motor gestorben, hupende Hintermänner, das borstige Drängeln zum Tramausgang. Wieder Schirme, Mappen, Knöpfe. Schläfst noch, Mensch. Überlegst dir doch früher. Das leuchtende Schild heißt raus aus der Büchse. Es heißt rein ins Getriebe. 10.000 Müdigkeiten vereinen sich zu imposanter Energie. Wir befinden uns im Zentrum einer lebhaften Industrietätigkeit, auf der durch dieses Gebiet führenden vierspurigen Verkehrsader mit getrenntem Gleiskörper für die Straßenbahn pulsiert es im Tagesrhythmus nachts. Frühmorgens totenstill, dann anschwellend. Zufuhr der Arbeitnehmer, die Bürohäuser und Produktionsstätten füllen. Da kommen sie, kurz nach halb acht. Schon die ersten Industriefahrzeuge daher karoliert. Ja, karoliert. Sie rasen aus den Werkstoren heraus. Sie donnern hinein. Lastzüge, Tankwagen, rasselnde Tieflader dröhnen um die Ecken. Rücksichtslos, mit nur ganz wenig Eisen darauf. Lange federnde Stangen oder steife T-Träger nur auf einer Seite. Wohl auch dies wenige, schon tonnenschwer. Das Fahrzeug schief, gewiss überladen und gewiss mit überhöhtem Tempo. Fix, fix, das muss hier fix gehen. Kavalkaden, Spezialfahrzeuge rollen mit besonderen Werbeaufbauten in Form einer Flasche, in Form eines Koffers, in Form eines Tieres, in Form einer Wurst. Fahrzeuge mit Spezialbehältern, mit Kühlbehältern, mit rotierenden Behältern, zum Beispiel für Lieferbeton. Fahrzeuge mit Kippvorrichtung, mit heb- und senkbarer Ladefläche,
käferhafte Gabelstapler, die sich vorübergehend ins Freie wagen. Und fast alle mit einer Firmenaufschrift. Vielleicht haben Sie auch schon um diesen Aufschriften herumbuchstabiert. Manche erscheinen schwer verständlich, manche nur allzu leicht verständlich. Dazu Kennfarben, Markenzeichen, Werbeslogans. Die prangen auch an den jeweiligen Heimatgebäuden breit über den Eingangsportalen. Eine ganze Fassade bedeckend oder hoch oben auf dem Flachdach an einem Stahlgestell, vielleicht mit rhythmischen Lichteffekten, winkend, blinkend, zwinkernd oder in langsamer Umdrehung. Ach, diese Firmennamen, da ist schon Fantasie am Werk gewesen, Wortschöpfungen, Kunstworte, Abkürzungen wie Phebolit nach Feodor Bormann, Geholit, Gebrüder Holz, Bauoak, Biax, Boko, Gefaka, Fabeck, Inbau, Capek, Libra, Libri, Lumbeck, Migua, OB, OD, Ogo, Podig, Simprop und Xox. Namen wie Xox. Wir sehen das schon gar nicht mehr. Über die Jahre verändert sich das nur langsam. Ist uns schon in Fleisch und Blut übergegangen. Unversehens sind wir in den vertrauten vier Wänden, ein wenig außer Atem. Hier kommt man zu sich. Unsere Firma heißt übrigens Dramat. Standort Frankfurt am Main, Ost. Ein gutes Ding.